So, Juli. Die macht aber keine schönen Bilder, hast du gesagt? Nee, die mag ich irgendwie nicht, die Qualität von dem Film. Ja, gut. Macht aber jetzt nichts. Ertragen wir es doch mal, ne? Sieh mal drauf wenigstens, kann man das erkennen. Ja, ne? Und warum möchtest du jetzt gerne die? Was? Warum möchtest du jetzt gerne die Kamera? Weil ich die mal ausprobieren möchte, weil sie ja, weil das ist die, das Handy, mit dem, auf dem wir alle, wo ich immer auf die YouTube-Kanal von, hallo, den YouTube-Kanal von, ja, die habe ich heute mal angepasst. Ich habe geguckt, was du anhast. Ich dachte, jetzt muss noch eine passende Brille dazu. Das Outfit muss ja auch stimmen, oder? Mahlzeit. Du machst mir Spaß, Mann. Richtig. Nein, das ist schon was ganz Besonderes. Hast du dich ja heute schon durchdesinfiziert? Durchdesinfiziert? Hände desinfiziert? Ja. Nee, oder? Ich habe auch nichts gesehen. Ich habe Seife, habe ich. Und Wasser. Ich glaube, das ist total ungesund für die Haut. Wenn man dieses Desinfektionsmittel benutzt. Ja, das ist ja auch ätzend. Hallo. Das sind alles deine Nachbarn hier? Ja. Die werde ich ja alle kennen. Wenn du bei mir vom Haus mit mir sitzen würdest, da würdest du hunderte von Junkies im Endstadium kennenlernen. Das ist auch schön. Voll uriniert, eingekotet, dann schlagen sie sich. Ach, ja. Dann kommen die ganzen Junkie-Prostituierten im kurzen Höschen. Echt? Da muss ich ja doch mal vorbeikommen. Ganz junge Mädchen, die Nein, dann das da unter die Räder kommen ständig. Und dann merkst du, Corona ist wirklich nur Verarschung. Weil ich weiß, wir werden aufgenommen, ne? Ja, aber ich melde das ja auch gerade jetzt bei Corona, melde ich das. Ja. Mhm. Ja, und was macht das Gesundheitsamt und die Polizei? Gar nichts. Und wenn das wirklich so ein gefährlicher Killer-Virus wäre, dann würden die doch solche Zustände gar nicht zulassen. Und die kommen ganz nah an einen ran, die schubsen einen, die rotzen einen an. Die spucken einen an, die reden einen, die schreien einen an, alles. Wenn das wirklich so ein Killer-Virus wäre, ja, dann würden die doch mal was machen, oder? Ja, was kann das denn jetzt wieder? Das ist das Brot, dass ich das vergessen habe. Nee, das war nicht böse. Ich mir auch nicht. Was man nicht im Kopf hat, hat seine Füße, ne? Aber wenn es so ein Killer-Virus wäre, dann müssten die doch. Wenn das so ein Killer-Virus. Aber die sind doch gar nicht alt. Aber es ist wahrscheinlich Besuch, oder? Enkelkind. Aber wenn es so ein Killer-Virus wäre, dann müssten die doch gegen solche Zustände was machen. Aber sie machen ja gar nichts und die reagieren ja noch nicht mehr. Naja, gut, Juli, die können alle nichts machen. Ne? Wir haben kein Land, wo alles verwaltet wird und jeder muss da irgendwo entscheiden und keiner weiß so richtig, wie er entscheiden ist. Und dann von oben nach unten delegiert oder nicht. Und so manchmal, was du manchmal mit den Politikern machst, ne? Also du gehst so gezielt, kein Mensch ist ja so perfekt wie wir, ne? Also, oder kein Mensch ist gleich wie du und wir sind alle irgendwie anders. Und bestimmte Politiker, egal in welcher Partei, ob es der Mund ist von der Bürger für Frankfurt oder die Rosemarie Heilig von der BFF oder Peter Feldmann von CDU Frankfurt. Ne? Die haben alle ihre Macken und sind nicht so gut wie wir. Nein, gestern beim Martinshorn zu hören, da habe ich gedacht, jetzt kommen die bestimmt zu uns. Und genauso war es auch, die kamen auch zu uns. Mhm. Und dann habe ich schon gedacht, so hoffentlich nehmen die Drogen, die damit. Aber sowas passiert natürlich nicht, sondern die Frau, die unter dem wohnt, die wird immer schwerer krank, man kann ja nie schlafen, ja? Mhm. Und wenn das so weitergeht, stirbt auch sie. Mhm. Und dann haben sie die bestimmt abgeholt und ins Krankenhaus gebracht. Ja. Mhm. Oder später. Aber sowas kann man nicht damit entschuldigen, dass die Menschen zu viel zu tun hätten oder so.
Das ist so eine ganz skrupellose Gleichgültigkeit, dass sich keiner mehr um irgendwas kümmert. Nicht normal. Ja, das spricht richtig an. Es gibt kaum noch einen Gemeinsinn. Ne? Ja. Der Begriff Gemeinsinn. Ich meine das ja auch nicht böse irgendwem gegenüber, ja. Weder den Junkies noch dem Drogendealer noch den Politikern noch der Stadt gegenüber, sondern es ist einfach, es ist Schmerz. Ja, es tut weh. Dieses, dass wir nicht mehr menschlich eine Gemeinschaft sind. Ja. Wir leben nebeneinander her und die Leute sind mit ihrer Technik beschäftigt und mit sich selber und das ist ihnen irgendwie alles egal. Nicht normal, oder? Dass einem alles egal ist. Nein, das ist nicht normal, sagen wir mal so. Und dann jubeln sie so Millionären oder Milliardären. Aber Juli, jubeln sie, wie wenn es Götter wären. Wenn aber keiner sagt, wie es normal ist, ne? Ja, deswegen meckere ich ja immer. Irgendwer muss ja mal schimpfen, oder? Ja, nicht schimpfen, sondern einfach sagen, normal ist, wenn ihr... Ja, normal wäre, wenn man sich gegenseitig umeinander kümmern würde. Ja. So wie du siehst, ich kam mir so bemuttert vor, wie du mir den Joghurt mitgebracht hast. Ja, das ist völlig so herzzerreißend für mich im Nachhinein. Ne? Ich wollte doch nur, dass du ein paar Kirschen abbekommst, weil der Fuchs in meinem Garten, der futtert ja ununterbrochen Kirschen und Himbeeren. Was der für Scheißhaufen hinterlässt. Er hat einen Bau, er hat einen Bau bei mir im Garten. Ja, das ist ja gut. Ein Fuchsbau. Ich mag das, ich finde es gut, dass der bei mir ist. Und ich gehe auch mal davon aus, dass ich gesunde Füchse habe und dass die keinen Fuchsbau haben. Und kleine Dolmen. Die Kirschen hast du selber gepflückt. Ja, mit der Rosemarie zusammen. Zwar, die Bäume haben sich ja komplett gebogen. Die sind Den Namen nicht sagen. Ja, ich darf nur R-Punkt sagen. R-Punkt. Und dann haben wir wirklich, also wir haben die Reifen haben wir alle mitgenommen, ne, ungefähr 2 Eimer voll. Und die nicht so reif sind, weil bei Sauerkirschen sind die jetzt noch nicht fast schwarz sind, die sind dann wirklich extrem sauer. Die haben wir einfach nur so abgerobbt, alle abgerobbt, nur damit halt der Baum nicht, also damit die Bäume nicht belastet sind. Und dadurch waren super viele Kirschen natürlich auch am Boden und da muss der Fuchs sich dermaßen den Bauch vollgeschlagen haben, dass der solche riesige Haufen hinterlassen hat. Und die fressen einfach die Kerne mit, gell? Und das kommt dann hinten wieder raus. So machen die Füchse das. Ja, ich habe die Kerne nicht mitgegessen, ne? Ah. Aber das ist vielleicht sogar auch gut, manchmal die Kirschkerne mitzuessen. Meinst du? Weiß ich nicht. Es gibt ja auch Leute, die machen aus Persikos, glaube ich, Schnaps aus Kirschkernen. Ne? Hm? Ja, Kirschkerne sind ja praktisch ja auch eine Art Frucht. Ne? Die Kerne an sich kann man essen, oder? Ja. Das weiß ich nicht. Ne? Gut, es gibt Tiere, die essen die Kerne. Ne? Also ich liebe ja Apfelkerne. Wenn ich einen Apfel esse, dann kaue ich immer genüsslich die Kerne, weil das schmeckt für mich wie Marzipan. Muss man machen, schmeckt wie Marzipan. Das hab ich ja nicht dran gedacht. Ne? Da können wir uns auch mal drüber unterhalten. Ne? Du bist ein richtiger Naturbursch. Burschig. Aber ich habe vielleicht auch einen veränderten Geschmackssinn, weil ich ja keinen Zucker esse. Ne? Also ich habe ja schon ewig keinen Marzipan mehr gegessen. Ja. Aber diese Kirschkerne schmecken für mich immer. Ja gut, ich esse ja auch. Zucker nehme ich nur, wenn ich keine Milch habe, dann tue ich etwas Zucker nicht ab. Diese Dinger können wir auch dann irgendwie probieren zu machen. Und diese Pumpe, wo ich das Video hochgeladen habe, ne, da habe ich auch eine Playlist, die macht zu geil hier drüben. Das heißt, was die Einstellung von deinem Kanal, die ist nicht so wie beim Benjamin, ne? dass man da oben sieht, Playliste oder so nebeneinander, oder wenn du bei uns auf das Ding gehst, ne? Das würde mehr Vertrauen erzeugen, weil dann würden die Leute sehen, was du abonnierst, ob du auch mal eine Playlist abonnierst, die vielleicht dein Thema betrifft, wie zum Beispiel Gummeln oder sowas. Ne? Oder was ich weiß aber nicht, wie man das macht. Ja, das können wir ja nur machen, wenn wir am Gerät sind. Ne? Wohnen Sie auch bei uns oder sind Sie Besucherin? Ich bin Therapeutin hier, in der Praxis. Ach da, ja, die ist ja das ganz nett. Ist eine Praxis, nett. Oder? Ja. Was denn für eine?
Beispiel. Komm mal bitte kurz rum. Allgemeinmedizin oder Nein, Massage. Nur, nee, Massage, sondern Bewegungstherapie. Hm. Also was brauchen die älteren Herrschaften? Nein, ich nicht. Na, du bräuchtest das aber mal. Nein, ich hab dich. Du bräuchtest mal so ein bisschen meine Bewegungstherapie. Sit-up-Trainer bräuchte. Ja. Na, ich scheuche dich mal. Ich scheuche dich mal durch den Günthersburgpark. Ich fahre mit dem Fahrrad neben dir her. Und dann musst du laufen. Nein. Dann wirst du mal richtig trainiert. Aber wir haben ja auch keine Hasen bei uns und keine Kaninchen. Wenn du aber oben am Günthersburgpark joggst, da sind Kaninchen. Mhm. Und ich denke mal, es liegt auch an den Füchsen, ne? Dass wir keine Kaninchen haben. Weil sobald da irgendwo ein Kaninchen wäre, dann wird der Fuchs den, wird das verspeisen, oder? Ich weiß nicht, Kaninchen leben, ein Fuchs baut sich einen Bauch, ne? Ein Fuchsbau, ne? Aber also ein großes Loch in der Erde und da ist ein Bauch drin, oder? Und da fliegt er rein auch zum Teil, ne? Also eine Höhle. Und er macht aber mehrere Ausgänge. Ja. Weil er macht mir da meinen Rasen ganz unordentlich. Das machen Maulwürfe dann auch, ne? Ja. Hast du Maulwürfe? Nee, das ist von dem Fuchs. Der, dann Fuchs? Neu, der ist da neu eingezogen. Das ist sehr spannend. Und wie viele Füchse hast du? Viele. Echt? Also Bruder Viktor, Gartenbruder Viktor hat... wie weit ist der in seinem Garten von deinem? 5 Gärten weiter oder so. Ja. Aber der hat den im Weg, hat einen Fuchs langlaufen sehen. Der direkt neben mir, der Gartennachbar, der hat morgens eine Fuchsfamilie bei sich im Garten sich sonnen gesehen. Aber ich habe noch keinen gesehen. Aber in meinem Garten hinterlassen sie halt ständig ihr Geschäft, ja. Ah ja. Warum seid ihr? Muss mal in Schicht hinlegen. Vielleicht, weil sie bei mir wohnen. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil sie, keine Ahnung. Na, woanders auch. Woanders werden die ihr Geschäft auch hinterlassen. So schräg gegenüber eine Schwester, eine Gartenschwester. Und die macht sich Sorgen, weil sie sagt, sie hat da Angst irgendwie mit den Füchsen. Also sie findet es toll, dass Füchse da sind. Aber wegen dem Fuchsbandwurm, ne? Mhm. Und da haben wir schon mal überlegt, ob wir so ein Geschäft von dem Fuchs irgendwo beim Tierarzt untersuchen lassen, weil der müsste ja feststellen können, ne, ob der gesund ist oder. Ja, das kann man auch mal kommunizieren, wenn der Fuchs mal erwischt wird. Ne? Und nee, den Fuchs nicht erwischen, nur dem sein Geschäft mal untersuchen lassen. Oder das, ne? Und Füchse sind ja auch Überträger von Tollwut, ne? Ich weiß nicht. Aber nur wenn sie einen beißen, ne? Ja, nur wenn sie einen beißen. Aber ich denke mal, bei uns die Füchse, die sind gesund. Aber gut, es gibt da Füchse, die beißen Hunde. Und die Hunde können dann auch tollwütig sein, ne? Da müssen wir, also das ist auch wieder so ein Übertragungsgeschäft, aber wir haben jetzt nicht genug mit Corona zu tun, ne? Ich habe mit Corona überhaupt nichts zu tun, ja, weil gut. Durch meine Junkies weiß ich, dass das alles voll Verarschung ist. Wäre es ein Killer-Virus, wird sich ja mal jemand kümmern. Ich meine, die haben sich vorher 10 Jahre auch um nichts gekümmert, jetzt kümmern sie sich auch nicht bei Corona. Also ist das für mich auf jeden Fall ein Beleg, dass es, wenn es, guck mal, das Gesundheitsamt lässt es überall die Daten geben. Ja. Aber wenn ein Haus total unhygienisch ist von Junkie-Blut und Junkie-Urin und keine Ahnung, und da die Leute sich drängeln im Haus, weil sie nicht schnell genug die Drogen irgendwie abholen können. Und da macht keiner was. Das ist ja schon komisch, oder? Ja, es wird wahrscheinlich schon was gemacht, aber das wird ja nicht nur bei dir so sein, sondern die haben wahrscheinlich auch eine Prioritätenliste, wo das Problem am größten ist. Ne? Danke, Papa, fürs Frühstück. Gerne, Mama. Das war jetzt die Retourkutsche. Echt? Ach. Ja gut, es gibt bestimmt Häuser, wo das noch schlimmer ist. Ja? Ist das auch ein Arzt oder ein Therapeut? Nein, das ist einer, der hat richtig jetzt. Das sind halt, da müssen wir nicht vor der Kamera reden. Wie viele Leute wohnen denn in dem Haus? Das ist ganz schön groß. Ja, 60. 60 Parteien? Ja. Mhm. Siehst du die Uhrzeit, wie lange wir da schon haben? 14
Minuten, 14 Minuten 59. Mach ich mal Stopp, ne? Das ist doch